Ja, wir haben mal wieder unseren Datendoktor besucht und haben mit ihm über das Supportende von Windows 7 gesprochen. Aber schauen Sie selbst. Wir haben jetzt Windows 95 gehabt, Windows XP, Windows Vista, Windows 7. Und genau um dieses Windows 7 Update-Ende geht es. Die Programme vorher werden schon seit vielen Jahren nicht mehr abgedatet. Und viele Leute wissen gar nicht so genau, welches habe ich denn nun. Dazu erstmal der Tipp für die, die nicht genau Bescheid wissen: Klicken Sie bitte mal auf Start, auf die Systemeinstellungen und dann werden Sie finden den Punkt System. Und im System sehen Sie, welche Windows-Version installiert worden ist. Wenn es eine Windows-Version ist, die Windows 7 oder älter ist, also insbesondere Vista zum Beispiel, wird von Microsoft und natürlich auch von uns empfohlen, ein Update auf Windows 10 vorzunehmen. Also Windows 7 ist ein unglaublich komplexes Betriebssystem, wie auch Windows 10 und wie auch die Vorgänger, das dort nicht in jeder Konstellation, in jeder Verknüpfung mit neuer Hardware, die auf den Markt kommt, mit neuen Programmen, die auf den Markt kommen, die Sicherheit für alle Zeiten da ist, ist völlig klar. Das heißt, die Hersteller dieser komplexen Software sind gezwungen, immer nachzubessern, wobei die Bösewichte in der Welt immer eine Nase voraus sind. Und sobald ein Problem auftritt im Betriebssystem, also wo was gehackt wurde durch irgendwelche Verknüpfungen, die da gefunden werden, sind auch kluge Leute von Microsoft am Werk und schließen diese Lücke, manchmal innerhalb von Stunden wieder, und legen das als Patch, als Update-Patch bereit, sodass der Endnutzer einen sicheren Computer wieder hat, wenn er dieses Update installiert. Es waren zuletzt ja Sachen bekannt geworden, dass selbst Prozessoren von Intel oder von AMD Sicherheitslecks hatten, die Microsoft über das Betriebssystem geschlossen hat. Und genau diese Flickerei wird in Zukunft nicht mehr stattfinden. Es gibt heute noch Nutzer mit Windows XP. Natürlich sind die wirklich gefährdet, keine Frage. Aber das Update-Ende heißt, bis dahin ist alles gepflegt. Es ist jetzt auch nicht so, dass jeden Tag größere Angriffe stattfinden. Aber je länger der Zeitraum der Nutzung zu diesem Update-Ende 14. Januar ist, umso unsicherer wird das System. Ich habe gestern gelesen, Microsoft hat schon wieder im Internet Explorer einen Bug festgestellt. Für Windows 10 wird er in Kürze repariert, für Windows 7 bleibt er offen. Das heißt, aktuell, so als Sofortempfehlung, würde ich empfehlen, keinen Internet Explorer mehr nutzen, sondern eben sichere Browser im Windows 7, also Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, was Sie wollen. Die werden alle noch für eine gewisse Zeit abgedatet. Und das ist auch entscheidend. Man hat durchaus auch die Möglichkeit, noch ein paar Monate, Wochen vielleicht mit Windows 7 auch im Internet zurechtzukommen, muss allerdings Software nutzen, die durch die Hersteller der Software, also nennen wir Google nochmal oder Mozilla oder auch das Office-Paket von Microsoft, die noch Updates erhalten. Dann ist das auch relativ sicher. Aber natürlich ist die einzig wirklich dauerhafte Lösung Umstieg auf das nächst aktuelle Betriebssystem. Das ist also wirklich interessant, was Microsoft dort selbst für Empfehlungen gibt. Wenn Sie dort auf die Webseite microsoft.de gehen, empfehlen die also 4 Jahre so ziemlich als Ende. Das ist gerade noch so erträglich. Der Meinung sind wir überhaupt nicht. Also wenn die Leute normale Arbeiten machen, also das übliche Internet, Text, Bild am PC, dann kann man teilweise 7, 8 Jahre alte PCs noch ohne weiteres, eventuell mit einer gleichzeitigen Aufrüstung von Arbeitsspeicher oder einer SSD-Festplatte, das sei dahingestellt, aber kann man auch durchaus ältere PCs noch upgraden auf Windows 10 und muss nicht gleich neu kaufen. Für uns ist so eine Faustregel 8 bis 10 Jahre, dann macht es durchaus Sinn, mal über Neukauf nachzudenken. In jedem Fall ist es sinnvoll, das Gerät mit zum Fachhändler zu uns in den Shop zu bringen. Hier wird kostenfrei dann eine Analyse gemacht und dann in der Regel wirklich in Einvernehmen dann auch und logisch nachvollziehbar für jeden aufgezeigt, dass eben entweder ein Upgrade möglich ist, ohne dass man weitere Kosten für Hardware hat, oder dass man wirklich auch sagt, wir machen jetzt hier mal einen Schnitt und setzen das neue Betriebssystem eben mit einem neuen Rechner zusammen auf. Und die gute Nachricht ist vor allen Dingen für alle Nutzer, die zu uns kommen: Microsoft bietet immer noch eine inoffizielle Möglichkeit, von Microsoft nirgendwo veröffentlicht, dass die mit einer zertifizierten oder aktivierten Windows 7-Lizenz kommen mit ihrem PC, immer noch für nur 50 € auf Windows 10 umsteigen können per Update. Offizielles Update-Ende schon, ich glaube 2016.
wo Microsoft gesagt hat, du musst jetzt das Windows 10 kaufen direkt, was dann 119 Euro kostet. Nein, es gibt durchaus noch eine Möglichkeit für bescheidenes Geld beim Fachhandel umzusteigen auf Windows 10 und das in relativ kurzer Zeit. Wir brauchen in der Regel dafür 4-5 Stunden und dann kann der Kunde seinen PC wieder mitnehmen und hat ein ordentliches Windows 10 drauf mit allen Updates.